Guten Tag, ich bin wieder euer Desmond. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von unserem Let's Play Prince of Persia, The Lost Crown. Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben an dieser Position, weil wir hier gespeichert haben und hier aber nicht weitergekommen sind und jetzt hier weiter die heilige Zitadelle oder das heilige Archiv zur oberen Zitadelle hier erforschen müssen. Und ja, also ich weiß nicht, ob wir da oben hinkommen. Wahrscheinlich eher müssen wir nach hier unten. Aber das werden wir jetzt mal ausprobieren. Mittlerweile wäre ja noch ein bisschen geübter, aber scheinbar kommen wir hier lang. Nach oben auch, aber das haben wir jetzt noch nicht getestet. Okay, Oberstadt Westen. Wir haben einen neuen Ort entdeckt. Hauptsitz der entführte Prinz, also Hauptquest. Guckt euch mal nach hinten diese weite Welt an. Wie cool wäre das denn, wenn wir hier hinlaufen könnten? Aber ich muss sagen, dieser Sidescroller gefällt mir eigentlich richtig gut. Bin ich kurz erschreckt. Ich wette, die werden mich angreifen. Vom Gefühl her. Oder auch nicht. Doch. Was habe ich euch gesagt? Lieber schnell die Viecher vernichten. Ich habe mir doch schon gedacht, dass sie mich angreifen werden. Ich bin mir... Ah ja, okay. Kristalle. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da oben scheint auch noch was zu sein. Milchpfeile, die können wir auch gut gebrauchen. Okay, hier ist anscheinend was ein anderes Gebiet. Sagen, gib mir meine Kristalle. Die Kristalle, die lasse ich mir aber nicht entgehen. Oh, was haben wir denn hier? Okay, wie kommen wir denn da hin? Wir müssen irgendwie noch von da unten hin. Alles klar. Irgendwie müssen wir von... Gibt es hier einen Geheimangang? Aktuell noch nicht. Da ist nicht so eine Münze drin. Hier vielleicht? Nee. Aber wir sind hier oben noch nicht... Ah, da ist erst noch ein Kristall. Erstens das. Zweitens sind wir hier noch nicht ganz fertig. Und außerdem... Das ist meiner. Lagen da oben noch... Was mit den Pfeilen? Ach, die waren da oben. Okay, ich wollte gerade sagen. Danke. Die werden wir... Ah, die haben wir aufgefüllt. Okay, Gegner. Ja. Okay. Das haben wir auch schon mal besser gemacht. Das haben wir zwar den Ulti verwastet, aber naja. Scheint in Ordnung. Okay, doch, parieren geht schon. Ich muss das nur richtig timen. Timing ist hier wie immer nicht nur die halbe Miete, die ganze Miete. Okay, jetzt sind wir doch schon weiter. Okay, also hier geht's anscheinend auf jeden Fall. Ah! Okay, wir müssen auf jeden Fall hier auch weiter. Ach du Scheiße. Du Heilige, wie soll ich das denn machen?
ich hab mich erschreckt, ey. Puh, holy moly. Boah, wäre ich jetzt live gewesen, hätte ich das geklippt, ey. Okay, der war gut. Aber jetzt sag mir bloß nicht, dass ich jetzt hier nur hierhin, weil ich hier irgendwie... Okay, was haben wir hier? Zitadellenaufzug. Geh nach unten, um den Aufzug zu erreichen. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Übrigens, das ist die Tür, die wir aufgemacht haben. Gehen nach unten, um den Aufzug zu erreichen. Okay, ja. Also erstmal werden wir dich hier platt machen. Da drüben dürfen wir auch noch hin. Und den einen machen wir auch noch platt. Und da oben dürfen wir auch noch hin. Genau, den nehmen wir auch noch mit. So, hier rechts lang dürfen wir auch noch. Oh, gut, diese Zeitsprünge sind natürlich auch mal ultra nice. So, wir können nach rechts, wenn wir wollen. Da ist aber nur einen... Da gibt es nur eine Richtung. Okay. Links können wir auch lang. Wir werden einfach mal gucken, was hier abgeht. Alles kann, nichts muss. Irgendwie sehe ich mich da gar nicht drin. Was soll ich denn da jetzt machen? Ah doch, ich muss da schon hin. Soll ich dann runter und dann... Ja, okay, alles klar. Genau. Okay. Das war nicht so geplant. Aber wie soll ich denn da oben? Achso, okay, ich muss hier runter. Okay, das ist nur zum Wegschießen. Habe ich verstanden. Tot. Mist. Ja. Okay, und trotzdem müssen wir also nicht dagegen. Ja. So, jetzt holen wir uns den wieder. Und dann lassen wir uns nach oben fahren. Ja. Ich sehe schon, das wird hier schon wieder richtig crazy werden. Okay, hier gibt es nichts.
Okay, da oben ist auf jeden Fall ein Speicherpunkt. Den nehmen wir mit. Wie soll ich denn da drankommen? Ja, wir machen den erstmal nochmal auseinander. Tja, so geht's natürlich auch. Das heißt, wir müssen... Na, idealerweise. Da komme ich aber leider nicht dran. Okay, wir müssen auf jeden Fall links lang. Denn da lang? Muss ich doch gar nicht. Ich kann nämlich doch einfach rüberschießen, ja. Das tun wir auch. Genau. Das meinte ich nämlich. So. Bringt mich aber mal so gar nicht weiter. Nein. Okay. Hätte ja sein können, dass wir das probieren können, aber gut. Alles klar. Wir gehen links lang, versuchen da unser Glück. Macht aber keinen Sinn. Das macht mal gar keinen Sinn, weil ich ja gar nicht dahin komme. Das mag ja sein, dass er runtergeht. Aber die Frage ist ja jetzt, wie komme ich denn da hinten hin? Genau zu dem hier. That's a big question. Das ist die größte Frage. Wie komme ich da hin? Wie komme ich denn zu dem hier hoch? Bringt mich nicht null weiter. Ah ja, okay, alles klar. Vielleicht ja so rum.
warte mal. Ja. Okay, manchmal muss man auch einfach mal clever denken. Tja. So, jetzt haben wir den runtergefahren. Nämlich, und wir müssen den anderen hoch runterfahren. Okay, und dann müssen wir den... Ja, ja, okay. Boah, das baut aber alles aufeinander auf, ne? Haben die echt gut gemacht, aber Ubisoft. Muss man den ja mal einfach lassen, ne? Muss man den ja echt mal lassen, ey. Tja, ich frage... Ah, ja. Jetzt gibt's nur eine Question. Wie... Wenn ich den da doch... Ah, Moment. Muss mal eben checken, ob das immer noch da ist. Oh ne, der ist mal wieder... So, jetzt muss der... Ja, der muss runter. So, damit ich hier hochkomme, damit ich da weiter kann. Okay, das habe ich verstanden. Das habe ich ultra verstanden. Nachteil ist halt, dass ich nicht weiß, wie komme ich denn jetzt da hoch? Ich komme ja da nicht hoch. Das ist so ein mega Problem, weil das Ding nicht nach links steht. Knifflig, würde ich sagen. Da komme ich nur runter, habe ich verstanden. Oder ich komme da einfach nicht weiter. Nee, das ist Mist. Das ist absoluter Kackmist. Vor allem, das Ding muss ja nach unten sein. Und das geht ja nur... Also... Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich das lösen soll. Jetzt gerade, wenn ich ehrlich bin.
Aber das funktioniert. Das Problem ist, wenn ich den hier oben links anschieße, also dieses, das Rädchen. So, dann geht das Ding hier runter. Kein Problem. Aber wenn der dann da oben sich die ganze Zeit am Bewegen ist, dann komme ich nicht mehr auf diese. Dann komme ich nicht mehr hier hin. Das ist das Problem. Ich komme nicht mehr hier hin. Das ist ein mega Problem. Ich kann nämlich nicht nach oben. Also nach oben. Das geht nicht. Das ist ja mal mega scheiße. Muss ja dafür irgendwie eine Lösung geben. Weil jetzt komme ich mit dem mal hier hoch. Das ist nicht das Problem. Also ich kann auch hier hochjumpen. Da, da, da. Alles fein. Genau. So, jetzt kann ich den da unten lassen. Auch hier alles sein. Oh, ah, wartet mal. Okay. Okay. Alles klar. Da war ich mal wieder einfach nur holzig unterwegs. Die lassen wir mal offen. Lesen. Anrufung Simurg. Simurg hat stets die Ernte der Ebenen von Fars gewährleistet und Persien vor den Kräften des Bösen geschützt. Das dankbare Persien hat sich stets auf seine Weisheit verlassen, jemanden auszuerwählen, den er erst anführt. Einmal pro Generation, wenn der zukünftige Erbe 12 Jahre alt geworden ist, findet die geheiligte Prozession zur Vorstellung von Simurg statt. Am Kopf der Prozession, gefolgt von allen Bewohnern der Zitadelle, gehen der Herrscher und sein Kind als erstes in den Turm der Stille, um alle vorherigen Königen in Tribut zu zollen und ihre Geister einzuladen, der Zeremonie beizuwohnen. Im Turm der Stille ruhen die sterblichen Überreste der vorangegangenen Königs mit dem Schlüssel der Könige in seinen Händen, okay? Der von seinen Vorgängern weitergereicht wurde. Der Herrscher und sein Kind nehmen ihn für diesen Tag an sich und präsentieren ihn dem persischen Volk. Die Prozession geht dann zur Spitze des Königspalastes am Simurg-Tempel weiter, dessen Tore sich nur für Mitglieder der Königsfamilie öffnen. Vor den Augen des versammelten Volkes durchschreiten sie alleine die Tore zum Simurg-Tempel. Im Herzen des Tempels liegt der Becher von Yamshid, die Schwelle zwischen den Welten. Der Herrscher beschwört dann Simurg auf das, ich weiß, wo es hinauskommt, auf das er erscheine. Simurg durchstreitet die Schwelle zwischen den Welten und seine göttlichen Essenz, das Herz des Simurgs, materialisiert sich im Becher von Yamshid, Der Herrscher präsentiert sein Kind und unterwirft es seinem Urteil. Wenn er das Kind als würdig erachtet, erscheint Simurg und seine Präsenz erleuchtet den gesamten Tempel. Wenn er das Kind als würdig erachtet, nimmt er die Gestalt eines kleinen Vogels an und landet auf der Schulter des Kindes, was es als Thron eben sieht. Simurg durchschreitet dann erneut die Schwelle zwischen den Welten und seiner sichtbaren Gestalt, verschwindet, lediglich seine unsichtbare Präsenz verweilt. Der Herrscher und sein Kind beschreiten erneut das Simurg-Tor. Der Herrscher präsentiert dem persischen Volk den neuen König oder die neue Königin und offenbart seinen oder ihren neuen Namen. Dies ist der königliche Name, den das Kind erhält, wenn sein Vater die Welt der Lebenden verlässt, um im Turm der Stille der Ruhen. Okay, im Turm der Stille der Ruhen. Okay, so und für alle Zeit werden Herrscher auf diese Weise ernannt. So sah Darius zukünftiger König aller Könige noch als Kind, wie Simurg auf seiner Schulter landete. So wurden im persischen Volk der Name Darius und seine zukünftige Herrschaft verkündet. Ah ja. Okay. Absoluter Zungenbrecher wieder am Start hier. So, speichern. Ah ja. Und. Perfekt. War das aber ein Krampf, ey. Ich weiß noch nicht, wie es euch ging, aber ich fand es für mich was ein absoluter Krampf jetzt an dieser. Also an dieser Stelle. Ich meine, ich finde es gut, dass man hier zwischendurch die Speichermöglichkeiten hat an diesem Wackwackbaum. Aber bis ich das mal rausgefunden habe, wie komme ich denn da hin? Und dann kannst du ja fallen lassen und rüber. Okay. Musste auch erstmal irgendwie quasi gefunden werden, aber passenderweise sind jetzt die 25 Minuten um, das heißt, wir können jetzt hier wieder einen kleinen Cut machen
Also haben wir eigentlich nur ein Rätsel gelöst. Naja, aber muss ja auch mal sein. Wir wollen ja weiterkommen hier in dem Spiel. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Danke fürs Abonnieren. Grundsätzlich erstmal danke für die ganzen Menschen, die hier reinschauen, die das Let's Play verfolgen und vor allen Dingen, die auch hier an dem Kanal ein Abo dalassen und mich hier kostenlos unterstützen. An dieser Stelle, ne, herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Sage ich jetzt einfach mal, euer Desmond. Ciao, ciao.